Der Brocken meldet momentan noch 3 cm Schnee. Neuschnee ist aber nicht in Sicht. Liebe Zuschauer, guten Abend. Ein kleines Wintergefühl stellt sich aber doch noch ein, zum Beispiel in Dietersdorf im Südharz. Dort hat Marcel Beilecker aus Hain diesen verschneiten Waldweg bei Schwiederschwende fotografiert. Vielen Dank dafür. Das Foto zeigt wunderbar, was der Oktober ist. Ein Übergangsmonat, denn die Bäume und Sträucher tragen ja noch Laub. Da kann ein winterliches Intermezzo dazu führen, dass Äste und Zweige abbrechen, weil der Schnee nicht durchrieseln kann, sondern auf den Blättern liegen bleibt und dort zur Last wird. Aber Schnee ist ja bei den aktuellen Temperaturen nicht in Sicht. Bei Werten um 6 Grad kann es heute Nacht gelegentlich nieseln. Die Temperaturen bleiben auch im Oberharz knapp über dem Gefrierpunkt. Morgen haben wir es erneut mit vielen Wolken zu tun, die der Sonne einfach keine Chance lassen. Tagsüber sind weiterhin ein paar Spritzer Regen möglich. Das alles bei Höchstwerten, die knapp unter der 10-Grad-Marke liegen. Auf dem Brocken sind so um die 3 Grad möglich. In den nächsten Tagen geht es genauso ungemütlich weiter. Allerdings gibt es ganz vereinzelt ein paar sonnige Momente. Am Sonntag vor allem zwischen dem Burgenlandkreis und dem Salzlandkreis. Am Montag in der Harzregion und in der Altmark. Wie das am Dienstag sein wird, ist noch nicht ganz sicher. Liebe Zuschauer, guten Abend. Wie abwechslungsreich doch das Oktoberwetter bislang war. Vom goldenen Oktober bis hin zum ersten Schnee war alles dabei. Diese Vielfalt zeigen auch all Ihre Fotos in unserer Online-Galerie. Vielen Dank für das Hochladen auf unserer Seite. Ja, bei einem winterlichen Intermezzo im Oktober kann so ein bisschen Schnee wie hier auf diesem Bild tatsächlich schon dazu führen, dass Äste oder Zweige abbrechen. Im Winter könnte der Schnee hier durchrieseln. Im Herbst geht das nicht. Er sammelt sich auf dem Laub und wird zu einer Last. Aber Schnee ist ja auch bei den aktuellen Temperaturen nicht in Sicht. Heute Nacht gelegentlich etwas Nieselregen. Morgen ist es stark bewölkt oder trüb. Vereinzelt sind erneut ein paar Spritzerregen möglich. Dazu 6 bis 9 Grad. In den nächsten Tagen geht es unbeständig weiter. Am Sonntag ist westlich der Elbe etwas Sonne dabei. Vor allem im Chemnitzer Raum und in der Fichtelbergregion. Mehr dazu morgen. Tschüss.